Können wir vielleicht den Müll bei dem Hexenhaus ins Fässchen reinkippen oder sowas? Also das würde ich jetzt mal einfach vermuten. Oder etwa nicht. Na komm, Rincewind, ab durch die Spinnenweben. So. Mülltonnen in den Kessel. Das funktioniert alles nicht. Warum funktioniert denn alles nicht? Komische Sache. Ganz, ganz komische Sache. Aber was soll's? Es kann ja nicht sein, dass wir hier jetzt ewig rumgeistern und also umgeistern im Sinne nicht von wegen, wir sind Geister oder sowas, sondern im Sinne von rumgeistern halt. Ha. Können wir der Stadtwache vielleicht Pudding anbieten? Das funktioniert. Nein, können wir nicht. Das funktioniert alles nicht. Warum funktioniert es nicht? Welchen Sinn haben die verschiedenen Gegenstände, die wir mittlerweile besitzen? Sehr, sehr seltsam. Vielleicht können wir den Pudding irgendeinem von den Zauberern andrehen. Möglich wäre es auf jeden Fall. Ich meine, die essen ja immer. Immer und immer und immer. So, Truhe. Es funktioniert nicht, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Vielleicht, Derzeit habe ich nicht den leisesten Wunsch, mit dir. Mit jener Person zu reden, ja, nein, ist klar. Derzeit. Kann man Mais hinzugeben? Vielleicht Frosch? Oder Wurm? Nein, anscheinend nicht. Finde ich eigentlich relativ schade. Es funktioniert nicht. Seltsam. Boah, hier stinkt's. Wie soll es mir jemals gelingen, Truhe zu reinigen? Sie verabscheut es, ein Bad zu nehmen. Weiß ich nicht, mach einfach ein anderes Fach auf. Würde ich einfach mal behaupten. Ich meine, es kann eigentlich nicht sein, dass wir jetzt nichts haben. Ich muss mal eben geistig evaluieren. Also wir haben immer noch den Bibliothekar, wir haben den L-Raum und das Loch haben wir ebenfalls. Wir haben dem einen Spongo haben wir jetzt die ganzen goldenen Sachen gegeben, wodurch wir die Banane bekommen haben, wodurch wir den L-Raum gekriegt haben, ne? Logisch. Das funktioniert natürlich nicht. Der Erzkanzler will eh nichts von uns erstmal. Die ganzen Zauberer in der Essenshalle wollen wahrscheinlich auch nichts von uns. In der Küche ist eh keiner mehr. Im Besenschrank kriegen wir auch nichts weiter. Damit hätten wir eigentlich das ganze Dilemma hier schon gelöst. Bis es dann wieder irgendwas Neues gibt. Was ich mich dann jetzt eigentlich frage, ist, was ist mit ihm hier? Wie kriege ich ihn dazu, seine Fläumchen loszulassen? Schmetterling? Offensichtlich nicht. Dem kann man aber auch nicht. Darauf läuft's also hinaus, wie? Du stehst hier den ganzen Tag rum und wirst. Ja, einer muss es ja machen. Nun, wir. Das funktioniert. Gut, ich verstehe nicht ganz, aber
Was soll der Geiz? Vielleicht können wir irgendwie eine Puppe oder sowas einem von den Typen da drinne geben. Ich kann auch den Pudding weiterreichen. Sei still und setz dich. Ja, ja, ist ja gut. Du, 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 du. Nein. Nein. Schade. Nein. Nein. Eindeutig nein. 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 Okay. Ups. Bist du er? Was? Wie? Wir kommen aber auch nicht hoch, ne? Sei still. Ne. Ups. So, wir gehen immer wieder raus. Ich frage mich echt momentan, was hier eigentlich los ist. Was wir machen müssen. Drachendetekt. Wie bitte? Hast du... Oh nein. Was ist das? Möchtest du... Nein. Entschuldigung. Seltsame Dinge gehen vor. Und wieder zurück. Hier in der Gasse können wir auch nichts machen. Wir können da alten den Pudding andrehen und dann Phase fängt die irgendwas an zu faseln, aber das hilft uns ja auch nicht wirklich weiter. Oder was meinst du? Komm rein, kleine Truhe, komm rein. Ich kann mir dem Müllton anbieten. Das funktioniert anscheinend nicht. Oder ihn hier. Finger aus! Das funktioniert. Friseur? Das funktioniert. Nein, es funktioniert alles nicht. Ein Laken vielleicht, der Herr? Das funktioniert. Hey, verschwinde von da! Nicht von dort. Das funktioniert. Hey, warum weisen die Armlehnen Riemen auf? Wahrscheinlich, damit sich keiner wehren kann. Aber das ist reine Spekulation, Rincewind. Reine Spekulation. Ich kann mir den Bettler den Mülleimer. Hey da! Potzblitz! Da scheint einiges passiert. Ich muss dir dafür danken. Okay. Seltsam. In der Gasse hier unten ist ja auch nichts mehr erstmal zu tun, ne? Ich meine, hier gibt's immer noch die Türe und alles. Aber grundsätzlich ist hier... Das funktioniert. Das funktioniert. Das funktioniert. Das funktioniert. Nein, eindeutig nicht. Das funktioniert. Ist das irgendwie ein grafischer Fehler gerade? Lass die Kamera in Ruhe. Wie läuft's mit den Streifen? Ich habe gerade eine Produktionsgesellschaft gegründet, Vereinte Alchemisten. Derzeit arbeiten wir an unserem ersten Spielfilm. Kommt ihr gut voran? Nein, eigentlich nicht. Gute Schauspieler sind viel zu selten. Schade. Wie läuft's mit den Streifen? Schauspieler sind viel zu selten. Schade eigentlich. Huch, das wollte ich eigentlich nicht. Schade, dass es keine Broschüren oder dergleichen dafür gibt. Wir können dem Milchmädchen aber auch nicht sagen, von wegen Blabla und so. Schönen Abend. Nun, ich geh... Können wir mit dem reden? Auch, aber... Nun, ich geh... Ha, schade. Wir können dem Milchmädchen aber auch nicht sagen, von wegen hier Fernsehrolle oder so. Genau, sei still und setz dich, Rincewind. Hibbel, hibbel, hibbel. Das scheint... Bist du? Nein, bin ich nicht. Ich verstehe echt nicht, was ich machen soll.
Vor allen Dingen das hier verstehe ich überhaupt nicht. Was hat das hier überhaupt mit irgendwas zu tun? Mit allem? Das funktioniert. Keine Ahnung, vielleicht. Das funktioniert. Das funktioniert. Ich muss mal anzapfen. Das funktioniert. Das funktioniert. Das funktioniert. Das funktioniert nicht. Offensichtlich, aber was müssen wir damit tun? Was müssen wir damit tun? Was müssen wir überhaupt tun? Müssen wir überhaupt irgendetwas tun? Was müssen wir nicht tun? Können wir dem Koch noch eine Tomate verpassen? Anscheinend. Gut, ja, das hat zur allgemeinen Erheiterung beigetragen, zumindest ein wenig, aber ich weiß immer noch nicht, was wir jetzt tun müssen. Zum Patrizier kommen wir nicht mehr. Wir kommen höchstens noch in das Loch rein. Aber die Frage ist, was sollen wir in einer anderen Zeit? Ich meine, immerhin durchs Stadttor kommen wir ja nicht. Offensichtlich. Ach, lass uns doch keinen Unsinn machen. Nee, anscheinend nicht. Zum Palast kommen wir nicht, wir kommen höchstens in die Straße hinein, wir kommen hier unten nirgendwo hin, in die Gasse kommen wir auch nicht, wir kommen in die Schatten rein, aber das ist ja etwas, was wir nicht unbedingt wollen. In die Wirtschaft kommen wir natürlich rein, in das Versteck, aber da wollen wir auch nicht hin, denn wir haben keine schwarzen Kleidungsstücke, was wirklich schade ist. Wirklich, wirklich schade. Dann muss man aber eigentlich irgendwas in der Straße hier tun können, oder? Ich meine, wir haben noch lange nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft, das ist ja wohl klar. Wo will Rincewind eigentlich hin, wenn ich hier Doppelklick drauf mache? Ah, okay, jetzt geht er. Oh, hallo. Weißt du, dies seien alles deine Schuld. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dies seien alles deine Schuld. Nein, ich kann es nicht bewegen. Eruptiv. Okay. Oh, ich hab's gleich. Verratet mir nichts. Das funktioniert nicht. Man kann mit ihm sprechen, während man irgendeinen Gegenstand in der Hand hält. Frage ist, was hat es damit auf sich? Was hat es damit auf sich? Den Vorstellen kann man ja da nicht reintun. Das funktioniert. Das funktioniert. Ja. Das funktioniert. Das funktioniert. Können aber auch nicht irgendwie, entleeren. Boah. Das kann doch nicht sein, dass wir das jetzt, dass wir jetzt nichts rausfinden oder so, ne? Wir kommen ja nicht mal auf den Platz, das finde ich eigentlich ganz, ganz schade. Wir kommen zwar in die Schatten rein, aber... Was hat das für einen Sinn? Das einzige Interessante ist doch eigentlich das Loch. Das illustrierte... Ja, nee, ist klar. Kommen wir denn eigentlich hier oben raus? Nö, kommen wir natürlich nicht. Nun, ich sollte ihn lieber in Ruhe lassen. Nein, solltest du eigentlich nicht, wenn du dich mal die Zeit änderst und so. Dann könnte das durchaus Vorteile haben. Findest du nicht auch? Derzeit habe ich nicht den leisesten Wunsch, mit jener Person zu reden. Okay.
Wenn du das sagst, Herr Zauberer, fährt der Bibliothekar ja noch einen Einfall. Nein, das scheint mir offensichtlich nicht. Gut, im Schrank unter der Treppe können wir ja auch nichts mehr machen. Vielleicht gehe ich einfach mal zum Erzkanzler, der nicht mehr da ist.